Und da ist es für uns wichtig, wenn wir über Elektrosmog sprechen, aber auch um Reduktion von Elektrosmog. Das kann man fast auf alle Systeme übertragen. Es geht darum, dass Elektrosmog eine linksdrehende, also links dosierende, zerstörende DOR-Energie oder man spricht Unordnung oder Entropie schafft. Und wenn wir Elektrosmog-Schutzsysteme nutzen oder andersrum, positive Gedanken haben, optimales Essen haben, wieder Entgiftung nutzen und vieles, was wir vorher schon angesprochen haben, drehen wir das Ganze um und wir bekommen positiv, genau, als diese positiv geladenen Teilchen in eine rechtsdosierende, ordnungsgebende oder lebensfunktionsgebende Struktur oder strukturfördernde Energie. Man spricht von Negentropie, also genau Gegenteil. Hallo ihr Lieben vor der Kamera und die Lieben im Saal. Schön, dass ihr da geblieben seid. Yes, da hinten ist die Fangemeinde. Schön, dass ihr da seid. Es hat sich wirklich gelohnt. Allein schon die Energie hier im Raum durch die ganzen Aufbauten hier, Leute, ist so erstaunlich. Über was für Themen hier dann gesprochen wird, was für geistreiche Einfälle man hat und auf was für kreative Ideen man kommt. Es ist unfassbar, Leute. Das müsst ihr selbst erleben oder es zumindest mal reinspüren. Das könnt ihr tun, indem ihr jetzt ganz, ganz gut hier zuhört, denn er wird die Wissenschaft dahinter klären, was jeder hier gerade gespürt hat, ja? Und ihr werdet sehen, dass solche Dinge viel, 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 viel unscheinbarer aussehen, als sie wirklich sind. Denn sie haben tiefgreifende Effekte. Max wird uns gleich erklären. Falls ihr Interesse habt, drunter der Link natürlich mal wieder in die Infobox. Schön, dass du da bist, Max. Großer Applaus für ihn. Danke, dass ihr da seid. Danke. Vielen Dank, David. Du kannst dich gerne noch mal vorstellen für die Zuschauer. Ja, genau. Also mein Name ist Max Klassen. Ich bin Diplom-Ökotrophologe, arbeite im Encke-Institut in Bonn, auch als Gesundheitsberater, Ernährungswissenschaftler, aber auch Therapeut, also mache Messungen, Therapien. Und heute beschäftigen wir uns auch mit dem Thema Energiekonzentrationseinheiten. Wie kann man Energie konzentrieren, diese Energie auch positiv für die Gesundheit umsetzen, aber auch gegen Elektrosmogstrahlung anzuwenden. Und was Besonderes ist bei diesen Produkten auch bezüglich Emotionen, Psyche auch positiv zu beeinflussen. Genau, da starten wir einmal den Vortrag. Also Sie sehen, wir werden uns beschäftigen mit, wie kann man Energie konzentrieren in den Räumlichkeiten. Da gibt es verschiedene Produkte. Die Unterschiede werde ich auch zeigen, was die Besonderheiten der einzelnen Produkte, die Sie hier sehen, ist. Und ja, welche sind vielleicht mobil besser einsetzbar, welche sind eher für die Wohnräume oder für größere Räumlichkeiten, wo mehr Menschen sich versammeln, besser geeignet. Ja genau, wir werden über Energiekonzentrationskugel als solche sprechen. Wir werden auch Verwirklichung der Seinskugel ausführlicher analysieren, was da die Besonderheit bezüglich Runen als solche eine Rolle spielt, aber auch bezüglich Möbiusband, was das wiederum für Funktion ist. Das ist dann diese Version zum Beispiel ansprechend und wie kann man da auch mit mobil auch diese Energie mitnehmen? Da gibt es auch verschiedene Modelle wie Karten, aber auch entsprechende Anhänger, die auch ihre ja, Berechtigkeit haben, auch das zu nutzen. Erstmal wichtig anzusprechen bezüglich Elektrosmog. Ne, was ist das Elektrosmog? Welche Rolle spielt das auch für die Gesundheit, auch in Bezug vor allem bei oxidativen und nitrosativen Stress? Also es gibt jetzt mittlerweile auch viele Studien, die gerade laufen, die das auch immer wieder zeigen. Wie gesagt, elektromagnetische Felder hier als ein Teil von mehreren Stressoren, die uns täglich ja, im Leben begegnen. Das können auch Schwermetalle sein, das können aber auch Kunststoffe, Pestizide, also haben auch schon viele gehört, aber auch pathogene Mikroorganismen, auch Bakterien, Viren, Pilze, Schimmelpilze ist auch ein Thema, was häufig bei uns bei den Messungen rauskommt, was viele gar nicht vielleicht vermuten, vor allem bei neurologischen Erkrankungen. Aber auch natürlich psychischer Stress, also vor allem Dauerstress bei der Arbeit oder ja, ich sag mal in Beziehungen zum Beispiel. Auch verschiedene Lösungsmittel, Weichmacher, die wir dann auch täglich in Kontakt treten, auch berühren. Aber auch durch Lebensmittelverpackungen, zum Beispiel auch Essen, ja, auch unbewusst. Und viele, viele Zusatzstoffe, was jetzt natürlich auch als sehr großes Thema auch Nachrichten steht. Wie gesagt, elektromagnetische Felder ist ein Teil von diesen vielen Stressoren, die zu chronischen entzündlichen
Multisystemerkrankung auch führen können. Also sollte auch dementsprechend beachtet werden. Das führt in erster Linie unter anderem zum nitrosativen Stress. Das kann man auch im Labor erfassen als Nitrotyrosin zum Beispiel. Und das wiederum kann Energieproduktion, Mitochondrien, das haben wir gerade angesprochen bezüglich Ferninfrarotstrahlung, die kann das steigern. Hier wird das durch elektromagnetische Felder reduziert, durch wiederum nitrosativen Stress, also Superoxiderhöhung. Aber auch das kann die Entzündungen fördern, durch Pyroxennitriterhöhung zum Beispiel, was wiederum auch oxidativen Stress, das kann man im Labor als oxidierten Cholesterin oder LDL auch messen, also MDA-LDL-Anzeige. Das wiederum fördert wiederum Entzündungen, die auch Immunsystem negativ beeinflussen. Das heißt, wir haben dann auch gestörte Immuntoleranz. Und dann geht dieser Kreislauf von vorne. Also es kann immer wieder weitergehen, kann aber auch, wenn mehrere dieser Stressoren eine größere Rolle spielen, auch dann wie so ein letzter Tropfen auf dem heißen Stein zu Auslösen von schweren Erkrankungen eine Rolle spielen. Da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, wie man dem entgegensteuert, zum Beispiel durch Antioxidantien gegen Freiradikale, also gegen nitrosativen, oxidativen Stress, durch Ausgleich von antioxidativen Vitaminen oder Spurenelementen zum Beispiel, aber auch Aminosäuren spielen eine große Rolle, was viele vernachlässigen. Ja, und die sind natürlich auch für die Bildung von Enzymen oder auch Coenzymen entscheidend und sekundäre Pflanzenstoffe können da ebenfalls, die antioxidativ wirken, hilfreich sein. Gibt es auch viele, viele weitere Optimierungsmaßnahmen, die hier eine Rolle spielen können, wie zum Beispiel optimale Nahrungsmittel. Das haben Sie hier vor Ort gerade auch präsent täglich. Das heißt Ernährungsanpassung, aber auch Entspannung, Meditationsübung ist natürlich für euch jetzt hier im Raum nichts Neues. Also habt ihr auch damit natürlich häufiger zu tun. Moderate Bewegung, also als sportliche Aktivität, aber auch Entgiftung, das macht ihr hier gerade hier schon deutlich, also habe ich jetzt einige kennengelernt, also die machen das gerade jetzt umsetzen. Probiotika nutzen, also Darmaufbau ist auch ein wichtiges Thema, was auch viele in Industrieländern aktuell auch präsent haben. Also ob das jetzt Durchfall, Verstopfung, entzündliche Prozesse, Sodbrennen, Magenbeschwerden und so weiter ist. Dann verschiedene natürliche Pflegeprodukte nutzen, also als natürliche Form, ohne die ganzen Stressoren, die wir gerade angesprochen haben, vor allem die ganzen Zusatzstoffe, Industriegifte und was da alles noch vorkommen kann. Und natürlich verschiedene Schutzsysteme vor elektromagnetischen Feldern. Also da kommen wir jetzt gleich drauf zu. Also als diese sehen Sie auch direkt in der Kamera, hat auch David gerade angesprochen. Und das war auch der Grund, warum unter anderem die Wissenschaftler zum Beispiel jetzt auch in Russland diese Systeme entwickelt haben, um jetzt Menschen vor diesen Stressoren zu schützen oder auch zu dem Thema entgegen zu treten. Das ist hier, sehen Sie in Abbildung, das ist Professor Dr. Selichev, also so hat es eigentlich angefangen, der kam mit Dr. Kolger noch beim Professor Dr. Edinger zu Besuch. Und hat auch dieses System mitgebracht. Wir haben auch angeschaut, sehen schön aus. Ja, was können diese Systeme? Ja, wofür sind die da überhaupt? Sehen aber sehr hübsch aus. Und da ging es darum, das zu analysieren, zu untersuchen, aber auch direkt zu spüren. Also Sie haben auch gerade alle angesprochen, jeder spürt direkt, wenn er in den Räumlichkeiten sich befindet, ganz andere Energie. Oder auch, dass der Schlaf sich ganz deutlich verbessern kann, auch in sehr kurzer Zeit. Ja, und da geht es darum, dass wir durch die perfekten Formen aus der Natur, also ob das jetzt, nehmen wir Beispiel hier, bestimmte Pflanzen sind oder perfekter menschlicher Körper oder ein Ei oder was dann auch mittlerweile auch Anwendung findet in Kirchen, Dächern. Aber es können auch ganz simple Sachen sein, vielleicht habt ihr auch da ein paar Beispiele, was sind so die perfekten Formen aus der Natur. Was kann einer jetzt vielleicht von sich berichten? Was glaubt ihr das? Was könnte das noch sein? Wasserwirbel. Ja, genau. Zum Beispiel. Was noch? Brokkoli. Ja, perfekt. Ja? Beim Apfel, wenn man den quer schneidet, die 5 Kapseln quasi. Mhm. Ja, genau. Also genau, diese Zuordnungen von verschiedenen, können wir sagen, Einzelteilen ergeben dann ein perfektes Gesamtbild.
Und diese Einzelteile, vor allem die Zuordnung dieser zueinander, das ist auch mathematisch ausgerechnet worden. Das heißt, nehmen wir Beispiel jetzt dieser kleine Quadrat, jetzt die Größe 1, das wäre dann der nächstgrößere 2, 2 plus 1 wäre dann 3, der nächste wäre 3 plus 2, 5 und so weiter. Das heißt, wenn man die jetzt durcheinander teilen würde, also 5 zu 3 wie der nächste wiederum 8 zu 5, ergibt es immer die gleiche Zahl, also es wäre die Fibonacci-Folge, also mathematische Folge, die wiederum diese perfekte Form umsetzt, auch uns dokumentiert zeigt, also das ist in den Pflanzen stecken, das ist in unserer Milchstraße, das ist in unserem Ohrsystem, das ist überall verteilt. Und die Wissenschaftler aus Russland versucht diese perfekte Form auch in diese Energiekonzentrationseinheiten, so heißen sie eigentlich, umzusetzen und diese perfekte Form aus der Natur hineinzubringen. Also zum Beispiel jetzt hier als perfekte Form Fibonacci-Folge zum Beispiel, auch hier nochmal diese Dreiblattstruktur oder Sternprinzip und vieles weiter, was da drin verarbeitet worden ist. Und diese ganzen Prinzipien, die verstärken sich und geben dementsprechend diese Effekte weiter. Also jetzt beim Sternprinzip, Sie sehen, das sieht auch schon aus wie so ein Stern, also konusförmige Strukturen, die sich im Zentrum vereinen, sorgt vor allem für Energiekonzentration. Das heißt, diese Energie konzentriert sich erstmal. Dann gibt es auch solche Strukturen wie ein Fullerenkörper. David hat auch angesprochen, das kann auch in verschiedenen Formen auch natürlich vorkommen, was wir auf der Erde haben. Schon Gitsteine zum Beispiel, da ist es auch mit dabei, natürlich in sehr geringen Mengen. Und das ist hier vielleicht zu sehen oder hier, da sind diese fünf oder sechs Einheiten, also eckige Strukturen, die wie so ein Fußball aussehen. Und die kommen, wie gesagt, in Schungit natürlich vor, also selten auf der Erde, also in bestimmten Regionen, aber auch zum Beispiel entstehen, wenn ein Blitz einschlägt und etwas verbrennt oder eine Kerze gerade verbrennt sozusagen, da entstehen diese Strukturen, die sorgen zum Beispiel auch für so ein bisschen Anti-Aging-Effekt, antioxidative Fähigkeit, aber auch somit auch lebensverlängernde Effekte und strukturierende Eigenschaften. Da ist die Frage natürlich, wie nutzt man das? Ja, hier wurde das in Form von so einer Kugel verarbeitet, umgesetzt. Und man nennt das jetzt Energiekonzentrationskugeln, abgekürzt EKK. Das sind also spezielle Vorrichtungen, die eine bestimmte Einwirkung durch ihre Form in der Zone, also wo sie stehen, erreichen, mit einer erhöhten Energie um sich herum. Also erstmal geht es nur darum. Ja, dann haben wir, wie gesagt, viele Wissenschaftler, auch Kolganov-Team, wieso heißen die Kolganov-Kugel, also wiederum zurück. Wenn man jetzt die Wissenschaftler anschaut, das ist zum Beispiel Professor Dr. Selyschev oder Professor Dr. Gotsch, also ganz bedeutende Wissenschaftler. Professor Dr. Selyschev ist eigentlich der Entwickler der einzelnen Kugel, hat sehr viele Patente, wissenschaftliche Arbeiten auch veröffentlicht. Und hat vor allem diese Entwicklung der einzelnen Formen auch mit beeinflusst. Oder der Herr Kolganov wiederum als eher praktischer Mensch, was auch dann im Krankenhaus oder als Arzt arbeitete, auch in Botschaft zum Beispiel vorher in Australien, aber auch bei Außenministerium der Russischen Föderation als Arzt gearbeitet. Und aktuell auch als Homöopath, Psychosomatik, Allopathie, Bioenergetik-Spezialist. Das heißt, der ist eher für praktische Umsetzung. Wie kann man das auch an den Menschen bringen, umsetzen? Die beiden kamen zum Professor Dr. Edinger, haben das vorgestellt. Und dann kam das so, sagt man so nach und nach, dass wir da die Produkte erstmal analysiert haben, auch geschaut, was wurde in Russland festgestellt und wie kann man das auch jetzt an die Kunden hier in Deutschland weitergeben. Diese Untersuchung, Messung, was wir auch hier vor Ort gemacht haben, zeige ich gleich was. Dann gibt es auch Professor Dr. Gotsch, also das wiederum ein ganz bedeutender Wissenschaftler, was bei der ganzen Sache eigentlich in Vergessenheit gerät, was aber sehr großen Anteil bei der Entwicklung von zum Beispiel Runen, aber auch der einzelnen Formen auch eine sehr große Rolle gespielt hat. Ja, da kann man lange, lange lesen, was er alles an Titel hat. Unter anderem hat er 534 wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht, 114 Monographien in verschiedenen Bereichen wie Physik, Philosophie, Mathematik, Sprachwissenschaften und durchgeführt. Arbeitet
an der Schule für Kausalität, ist da wissenschaftlicher Leiter, hat mittlerweile 9 Grand Prix-Auszeichnungen, 257 Goldmedaillen und vieles mehr. Also auch, wurde auch zum Arzt des Jahres in Russland gewählt. Und ja, das könnte man so 2-3 Seiten weiterlesen, was da alles an Auszeichnungen gibt. Also ist auch international anerkannter Wissenschaftler. Und der hat vor allem auch bezüglich Runen, also da spreche ich gleich, also vielleicht sagt einem schon was, sehr viel beigetragen, wie kann man die jetzt heutzutage nutzen, vor allem die neue Runenform. Da werde ich gleich etwas ausführlicher dazu sagen. Um die Thematik besser zu verstehen, wäre vielleicht wichtig, am Anfang so kurzer Einblick in die verschiedenen Dimensionen zu bekommen, damit wir überhaupt verstehen, wo wirken überhaupt die Kugeln überall. Also körperlich, geistig, seelisch und vieles mehr. Ja, dann schalten wir das mal kurz ein. Das ist ein ganz kurzes Video und versuche das einfach mal zu starten. In diesem Video erkläre ich dir in 2 Minuten die Weltdimension von Burkhard Heim. Über die Dimension 1 bis 4 brauche ich keine Worte zu verlieren. Das ist Einsteins bekannte vierdimensionale Raumzeit. Die Dimension 5 bei Burkhard Heim ist eine Strukturkoordinate. Diese Koordinate bewertet den Organisationsgrad, mithin die Komplexität eines physikalischen Vorgangs. Je höher organisiert ein Vorgang, umso höher ist diese Koordinate. Die Dimension 6 beschreibt, wie sich diese Strukturen in der Zeit verändern, ob sie komplexer werden oder weniger komplex. Mit diesen 6 Dimensionen beschreibt Burkhard Heim sein Originalmodell der Welt. Darin entwickelt er die Massenformel für Elementarteilchen, darin schafft er die Transzendierung von rein energetisch-materiellen Vorgängen zu einer Physik des Lebens, der Psyche und sogar des Bewusstseins. Vielleicht hast du aber gehört, dass Burkhard Heims Modell 12 Dimensionen hat. Der Mathematiker Walter Dröscher entdeckte, dass man Burkhard Heims sechsdimensionale Welt in einen 12-dimensionalen Hyperraum einbetten kann. In diesem Hyperraum gibt es die Dimensionen 7 und 8. Diese stellen Wahrscheinlichkeitsfelder dar, aus denen alle Aussagen der Quantentheorie herleitbar sind und außerdem die physikalischen Wechselwirkungskonstanten. Die Dimensionen 9 bis 12, die nannten Heim und Dröscher den G4. Und diese Dimensionen sind nicht interpretierbar, sie sind nur über abstrakte mathematische Abbildungen überhaupt zugänglich. So, ganz kurz, also nochmal zusammengefasst, also es gibt eine Materie, das ist wiederum die Länge, Breite mal Höhe, also der Raum, wo wir uns befinden, aber auch die Zeit in Kombination, das heißt die Vergangenheit, Jetztzustand und ja, was kommt, die Zukunft. Dann gibt es Bewusstseinsebene, da geht es auch darum, wie können Informationen ausgetauscht werden, Gedanken, und da gibt es auch nochmal die Ebene vom Geist. Und genau, da geht es darum, damit man das einmal gesehen hat, welche räumliche Strukturen gibt es, auch welche Bewusstsein oder geistige Bereiche gibt es, also Hyperraum auch genannt, also Informationsfeld, also alles, was uns umgibt sozusagen, was uns vielleicht auch nicht immer vielleicht logisch verständlich erscheint. Und das Höchste wäre dann der Weltgeist, Urquelle, wie man auch immer das jetzt nennen würde. Ja, das wäre dann die höchste Ebene in dem Fall. Da gibt es auch hier als Vergleich vom Klinkhardt, also nach Klinkhardt auch die Ebene der Heilung. Das heißt, je höher wir in dieser Ebene sind, umso besser können wir auch die Heilung entsprechend nutzen. Ja, das heißt, geht es auch um geistige Ebene natürlich auch mit zu berücksichtigen. Das wollte ich nur ganz kurz anreißen, dass ihr dann so einen groben Überblick zumindest gesehen habt. Ja? Aber ich glaube, ihr habt damit auch schon täglich zu tun. Genau, das hat auch unter anderem hier Wissenschaftler, Physiker, Chemiker Dr. Volkhammer Klaus auch gezeigt in seinem Buch Die feinstoffliche Erweiterung unseres Weltbildes. Also empfehle ich jedem, vor allem allen Physikern, die vielleicht da Schwierigkeiten haben, da mitzukommen. Da hat er das nochmal in Modellen dargestellt, aber auch ausgerechnet, dass man das auch, ich sag mal, wissenschaftlich darstellen kann. Und da ist es für uns wichtig, wenn wir über Elektrosmog sprechen, aber auch um Reduktion von Elektrosmog. Das kann man fast auf alle Systeme übertragen. Es geht darum, dass Elektrosmog eine linksdrehende, also linksdosierende, zerstörende Dor-Energie oder man spricht Unordnung oder Entropie schafft. Und wenn wir Elektrosmog-Schutzsysteme nutzen oder andersrum
positive Gedanken haben, optimales Essen haben, wieder Entgiftung nutzen und vieles, was wir vorher schon angesprochen haben, drehen wir das Ganze um und wir bekommen positiv, genau, als diese positiv geladenen Teilchen in eine rechtsdrehende, also rechtsdosierende, ordnungsgebende oder lebensfunktionsgebende Struktur oder strukturierende, strukturfördernde Energie. Man spricht von Negentropie, also genau Gegenteil. Das ist, kann man ganz einfach darstellen, anhand von Wassermolekülen, also destrukturiertes Wasser, hat nicht diese hexagonale Struktur, also man sagt also diese Schneeflockenstruktur, ja, und das wird durch Elektrosmog zum Beispiel verstärkt. Wenn wir strukturieren das Wasser, also Schneeflockenstruktur schaffen, schaffen wir Ordnung. Das macht auch ein Schutzsystem meistens auch umsetzen. Ja, Sie kennen das zum Beispiel als Quantenkraftstein, gibt es natürlich auch viele andere Systeme, also wir haben gesagt Fibonacci-Folge, da hat auch japanischer Wissenschaftler gezeigt, zum Beispiel durch optimale Musik, also klassische Musik, kann man das Wasser strukturieren oder durch perfekte Wörter, die einen unterstützen, Liebe, Gesundheit, Glück und vieles mehr, was man dann ausspricht oder auf Glas Wasser aufschreibt und damit auch die Wassermoleküle strukturiert, im Motor, ne, als Wissenschaft. Genau, und hier geht es auch um Ähnliches, das heißt, wir versuchen durch alle Dimensionen sozusagen zu arbeiten und eine rechtsdrehende Struktur von Wassermolekülen auch in der Umgebung. Also alles, was uns umgibt, ist ja nicht nur Luft, sondern auch die Wassermoleküle, die sich da drin befinden, die sich dadurch auch strukturieren lassen, wodurch wir diese Effekte an sich überhaupt erfahren. Genau, und da sprechen wir auch von feinstofflichen Quanten als Träger, ja, auch, die das ermöglichen. Das hat Dr. Volkhammer Klaus in seinem Buch ganz ausführlich beschrieben, kann man auch ganz gut nachlesen. Das Buch ist allerdings vielleicht nicht für jedermann sofort verständlich, also muss man vielleicht ein bisschen Zeit mitbringen. Dann Professor Dr. Gotsch, habe ich ja vorher angesprochen, ein Wissenschaftler, wo man ja mehrere Seiten lesen müsste, was er alles schon gemacht hat in seinem Leben, der als entwickelte unter anderem die Kausalitätstheorie, die unter anderem untersuchte Raum-Zeiteigenschaften. Wir haben vorher über Raum und Zeit gesprochen, ja, diese vier Dimensionen sozusagen, Dimensionen und die Wechselbeziehung des Menschen mit der Umwelt, also alles, was uns umgibt, durch die Analyse der Ursachen-Wirkung-Zusammenhänge. Also das ist das, was ihr auch versucht, immer auf die Ursachen der Erkrankung zu schauen. Warum entsteht etwas? Ja? Was ist die Ursache dafür, statt nur die Symptome zu bekämpfen? Genau, und da geht es auch darum, auch die geistige Komponente da mit einzubeziehen, die positiven Ergebnisse auch in verschiedenen Bereichen des menschlichen Wirkens, also Ökologie, Medizin, aber auch Agrartechnik, also Pflanzen. Ihr macht ja auch immer leckere Salate produzieren, auch, aber auch Wirtschaft, das heißt auch alles, was wir täglich machen, umsetzen, auch zu erzielen. Und entwickelte verschiedene Algorithmen, die wiederum ermöglichen, diese Ursachen-Wirkung-Beziehungen überhaupt zu verstehen und dieses Phänomen tatsächlich im alltäglichen Leben umzusetzen. Und wie gesagt, die Hauptaufgabe von Professor Dr. Gotsch ist, den Menschen zu helfen, sich von dieser Unausweichlichkeit der Ereignisse durch Erwecken seines Geistes zu entfernen. Also zu sagen, ja, es ist alles möglich, sozusagen vieles zu erreichen in seinem Leben und diesen Weg zu gehen, diese Co-Kreativität mit dem Universum, also alles, was uns umgibt, also bis zur höchsten Ebene sozusagen, für den Menschen überhaupt zu ermöglichen. Ja, dann gibt es auch, das ist wiederum ein System, welcher zeigt, wie ist die Energie in den Räumlichkeiten, wie ist die Energie bei Menschen aktuell oder wie ist die Energie bei bestimmten Lebensmitteln. Also ich sage mal Beispiel hier Fleischprodukte, das könnte man genauso auf Gemüse übertragen und vieles mehr, Getränke. Die kann man in Form von diesen Vibrationsbildern darstellen, zeigen. Das sehen Sie hier in Form von farblichen, Strichen, könnte man sagen, um einen Mensch oder ein Produkt herum, auch Energiekugel zum Beispiel, und wie sich diese wiederum verändert, wenn wir da energetisch einwirken. Jeder Mensch hat eine bestimmte Ressource, die er auffüllen kann, das heißt Energie nutzen, umsetzen kann und wiederum dadurch profitieren.
Ja, man sagt auch zu diesem Vibrationsbild, das ist ein räumlich und zeitlicher Parameter der Bewegung und Vibration eines Objekts. Man kann aber auch sagen, das ist integrale Darstellung der psychophysiologischen Parameter lebender Organismen. Ja, und es gibt noch andere Bezeichnungen dafür. Wichtig ist hier vor allem die Frequenz, also ist die Frequenz perfekt, also vor allem die Amplitude, also die Ausfüllung dieser Frequenz, oder ist die nicht ideal? Das heißt, haben wir eine Störung sozusagen, eine Erkrankung, ja, Stress, das könnte man alles Mögliche darunter verstehen. Genau, man kann das auch messen, energetische Bilder sehen Sie hier. Das heißt, wenn bei energetischer Messung bei Menschen zum Beispiel diese Einrisse zu sehen sind, ja, das ist so vergleichbar wie Kirlian-Fotografie, also sagt einem vielleicht was, Fingerkuppenmessungen sozusagen, und die sagen, an welchem Bereich des Körpers gerade Energie nicht perfekt fließt und wie diese Energierisse sozusagen übertragbar sind auch auf, ja, Funktionen des Menschen. Oder wenn wir Energiekonzentrationskugeln nutzen, also in die Räumlichkeiten aufstellen, und wie sich diese Energie wieder ja, sozusagen verbessert, strukturiert, unterstützt wird, und somit zeigt auch der Mensch entsprechend schon die ersten Effekte. Wir haben das jetzt gesagt, man spürt das, wenn er in die Räumlichkeiten reinkommt, oder auch der Schlaf verbessert sich. Das, was die Menschen sofort wahrnehmen. Man kann das aber auch wieder im Blut messen, das heißt dieser Geldrollenprinzip, also die verminderte Blutviskosität des Blutes wird dadurch verbessert. Das heißt, wir haben Immunsystemfaktoren dadurch unterstützt, die Leukozytenoptimierung oder auch Zunahme ihrer Aktivität. Ja, Verbesserung auch von Fettstoffwechsel wurde bei dieser Analyse gezeigt. Abnahme der Anzahl und Dichte von Cholesterinkristallen zum Beispiel. Ja, wir haben vorher gesagt, da geht es um nitrosativen, oxidativen Stress und dass man das auch im Labor zeigen kann. Hier geht es auch um Cholesterinoxidation, dass es dann abnimmt. Man kann es aber auch durch ein Thermogramm, also Wärmebildkamera, zeigen. Da sehen Sie jetzt diese Form von Kugeln, also so Sternprinzip, die ist jetzt isoliert ohne, ja, diese Untereinheit sozusagen dargestellt. Und wie die Temperaturmessung, jetzt ein Messstab noch in der Nähe eingebracht wird, Sie sehen, dass die Temperatur sozusagen bei diesem Messstab immer je weiter entfernt abnimmt. Das heißt, die Energie um die Kugel herum ist konzentrierter als weiter weg entfernt. Also man kann sogar diese Energiekonzentration sehen. Also Professor Dr. Selichev sagt, man könnte diese Energie natürlich als Energie, die wir jetzt aus dem Vakuum, also aus den Räumlichkeiten nutzen, umsetzen, auch für zum Beispiel Lampenbeleuchtung oder andere Systeme nutzen. Die ist allerdings sehr gering. Also das heißt, wir würden jetzt vielleicht eine LED-Lampe aktivieren, aber jetzt nicht, ja, ganze Häuser versorgen. Da müssen ganz größere, also viel größere Energiekonzentrationseinheiten geschaffen werden dafür. Aber es ist ein interessanter Ansatz. Dann vor allem dieser Sternprinzip, was Sie hier sehen, also dieses, ja, also konusförmige Strukturen, die sich im Zentrum vereinen. Vor allem hier wichtig, der Abstand, also von der Höhe bis zum Ende. Genau in der Mitte ist die höchste Energiekonzentration, also genau in der Mitte der Kugel, also auf dieser Ebene, ist die höchste Energiekonzentration. Ja, und dieser Prinzip der Sterns, der hilft den Menschen, die Verbindung zu spüren mit dem Irrationalen. Wir haben gesagt, Irrational ist das, was wir nicht erklären können, also die höhere Ebene sozusagen, die wir gesehen haben, und trägt dazu bei, Erkenntnisprozess der Welt besser zu verstehen und öffnet den Weg zum Gott, ja? Also zum Höheren. Dann sehen wir hier verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Ich habe jetzt nur ein paar Bereiche rausgewählt. Da gibt es natürlich viel, viel mehr. Also man kann es theoretisch überall einsetzen. Früher hatten wir etwas mehr Kugeln, die zum Beispiel für Autos mehr genutzt werden können. Also das heißt, da würde man eher die kleinere Version nehmen, die man besser mobil einsetzen kann. Also weniger jetzt die größeren, ja, die jetzt weniger gut befestigt werden können. Aber auch bei der Produktion von Lebensmitteln, also Pflanzen, ja, wenn Sie jetzt zum Beispiel Salate hier produzieren, genauso bei Produktion von Hühner, das ist jetzt für euch weniger Thema, aber nutzt man auch weltweit ganz viel Fischzucht, aber auch Lebensmittelverarbeitung in Krankenhäusern, Kindergärten, Kantinen und vieles mehr. Ja? Das heißt, diese Energiekonzentration sorgt dafür, dass da, ja, erstmal bessere Energie geschaffen wird. Ja, wir sprechen gleich noch weiter. Hier sehen Sie
Einsatzmöglichkeiten, was eigentlich am Anfang eine sehr große Rolle gespielt bei Entwicklung von Energiekonzentrationskugeln. Da kam Auftrag beim Professor Dr. Silichev, ein Hersteller von Wurstware sozusagen, wo viele Ungeziefer waren. Das heißt, sie hatten da immer mit zu kämpfen und ja, kriegen da schlechte Qualität, wenig Produktion. Ging einfach nicht weiter und haben gesagt, ja, was könnte man dann nutzen? Da hat er spezielle Kugelform entwickelt, also sehen Sie jetzt hier nicht spezifisch, das war so die Ursprungsform noch, wie man die Ungeziefer vertreiben würde. Und das haben die dann tatsächlich eingesetzt und gesehen, dass viel, viel weniger Ratten, also die sind dann rausgekommen aus diesen Räumlichkeiten, Produktion ist gestiegen, die Menschen wurden weniger krank, die es produzierten. Unternehmen wurde erfolgreich, jetzt wollen alle die Sorte an Wurst kaufen, ja, obwohl es eigentlich viele, viele andere Sorten gibt. Ja, das ist auch ein interessanter Einsatz. Es geht nicht darum, die Tiere zu töten, ne, oder jetzt umzubringen, sondern einfach aus diesen Räumlichkeiten zu vertreiben, weil die, diese Ungeziefer, und man sagt jetzt Tiere, die einem schaden wollen, haben einen ganz anderen Energielevel. Und diese Ressource, diese Energie aufzubauen, kann nicht wie bei einem Menschen so hoch erhöht werden, sozusagen. Deswegen mögen sie diese Räumlichkeiten nicht und gehen von alleine aus diesen Räumlichkeiten raus. Ein ganz einfacher Prinzip. Und da werden diese mehrere Prinzipien mit berücksichtigt. Sie sehen hier einmal goldenen Schnitt, das ist jetzt, was Sie unten sehen, als Basis zum Beispiel, oder hier in diesen Dreiblattstruktur, so kann man es vielleicht sagen, Fibonacci-Folge auch genannt. Oder Gesetz der Wechselwirkung von Raum und Zeit, haben wir vorher auch angesprochen. Also Gesetz der Oszillation lebender Systeme, da werde ich noch was gleich sagen. Dann Gesetz von Energieakkumulation von Wilhelm Reich. Ich habe auch gesagt, dieser Prinzip wird vor allem hier im Zentrum der Kugel erreicht am meisten. Oder Sternprinzip, also das ist die Form. Dann der Fullerenprinzip, das ist wie hier verarbeitet in dieser Kugel zum Beispiel. Der verstärkt vor allem die Energie nochmal noch zusätzlich, das heißt, die wird noch intensiver. Danke fürs Zuschauen. Macht einen Bio-Vital-Scan und wir stellen euch einen individuellen Ernährungsplan zusammen, der genau an eure persönlichen Bedürfnisse angepasst ist und auch nur die speziellen Superfoods enthält, die ihr auch wirklich braucht. Wir haben euer Interesse geweckt. Lest am besten eins meiner Bücher für noch mehr Hintergrundinformationen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Euer David.